Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott! Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Scheiße. Verdammt. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? So hingenommen. Wir sollten zurück.
los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Hallo? Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du... Hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. I'm
das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein. Nein, 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 ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht. Ich würde echt nie. Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Riecht okay. Okay. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Maria hat ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, Scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Jede Menge Spaß. Lange aufgeregt. Klingt aufregend. Hey, also, alles okay bei uns? Bei dir und mir?
Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Hi, Jesse. Oh, hi. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig. In letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Early, hast du kurz Zeit für mich? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Ach, Maria. Du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina! Es gibt Arbeit! Gib mir eine Minute! Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh, mein Gott. Hey, Dina! Können wir reden? Hey, Leute! Ich bin raus! Och, Mann! Wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay. Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig?
Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! Entdeckung! Los, los! Treffer! Wir machen euch alle, ihr Verlierer! Nimm das! Au! Der wird ganz schön hart. Ich komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt! Na warte, nein, dich krieg ich, du Zwerg! Oh, verdammt! Ja, ich meine, cool. Sag's nicht deiner Mom. Aua! Ich weiß, wo du wohnst, Alex. Unfair! Ich seh dich. Ich seh dich! Der Schnee! Wir gewinnen! Oh, versteck dich lieber. Der Schnee in den Haaren. Ja. Oh, was für ein Wurf. Na los. Eure Eltern haben euch nicht lieb. Au. Oh, unfair. Na, wie war das? Hey. Hey. Wollt ihr noch mehr? Aufi. Damit kommt ihr nicht davon. Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann. Bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke Guten gefallen. Morgen. Morgen. Hey, Ladies. Ich bring Sie rein. Danke. Braves Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja, ja, ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Thank you.
Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los, hier lang. Es ist kalt. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein, kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Du musst... Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Shit. Hey, sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu flirten. Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Die geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen.
Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Scheißegal. Mach ich sie immer alleine. Das ist nicht weit. Lebst du noch? Oh, shit. Los. Komme ich jetzt heraus?
nicht mehr weit sein. Hufspuren. Wo ist die Patrouille? Na los, hier lang. Bin hinter dir. Vermisst du ihn eigentlich? Wen, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas?
Ich weiß nicht. Das ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Genau. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst Schimmer da anbinden. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. Trag uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Und fertig. Komm. Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Ich wette, diese Bon gehörte Eugene. Meine. Er hat sie mir geschenkt. Hast du Gras dabei? Ach, schön wär's. Ich hatte das immer von Eugene. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen.
trotzdem gut auf. Danke. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter, nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du im Schnee Stoppschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um. Nein, vielleicht. Leck mich. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Die Wohnwagen sind süß, wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Hm, würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Armes Kind. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Action-Filme. Da fährt er voll drauf ab. Oh Mann. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlittenfahren. Das klingt gut. Verdammt. Ich glaube, es wird kälter. Oh, ruhig, Mädchen. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Shit. Dina, hier lang.
Nummer 1. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren... Lena, hier lang. Mehr Runner. Ganz leise. Mal sehen, wie es läuft. Sind das alle? Ja. Sieht so aus. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Ellie, hilfst du mir hoch? Ich will mich umsehen. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Danke. Da. Siehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Hier drunter. Ellie? Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Hier entlang. Bin drin.
Wollen wir Vorräte suchen?